Die haben Shanis Haus geklaut. Verdammt. So, okay, Rausschmeißer, Bockfleisch. Wer ist Bockfleisch? Wer ist Bockfleisch? Kann ich da reingehen? Ich kenne den nicht. Good one. Looks like I have to deal with these idiots. Finally, a solid meal. Are you lost? Who lives here? Don't answer a question with a question. Let me rephrase. Some nerve. This is Ramsmeet's house, and he never spoke of a visiting mutant, so scram. Mm-hmm. Looking for something? I'll be going. Okay, ich gehe da trotzdem Looks rein. Like I have to deal with these idiots. Okay, ich kann da nicht rein, bis ich mich um die Idioten gekümmert habe. Kann ich mit denen eigentlich sprechen? How about it? For you, special price. Was? Or I'll call the boss. Habe ich ihr das jetzt gegeben? Nö, sie hat es nicht genommen. Okay, gut. Dann tschüss. Unfreundliches Pack. So. Schade. Hätte ich jetzt gerne probiert fürs Let's Play. Ach ja, hier, Moment. Hier ist der... Need anything? Das wird ein Thumbnail. 100%. So. Blitzmetallstab fertig. Is the lightning metal rod ready? Yes. So. Here's 70 orans. Thanks. I'll be sure it goes to a worthy cause. Gut. Kann ich jetzt auch noch ein Schwert kaufen bei dir? Need anything? Will you sell me your wares? Siegfried's friends are always welcome. If you want to buy something, speak to my apprentice. I handle forging and special orders. Okay, dann, tschüss. Bye. Kaufmann des Ordens, ist das das hier? Greetings, sir. Can I help? You the smith's apprentice? Sir, I sweep up. Fire the furnaces, run the shop. Can I have a look? As you wish. Okay. Schauen wir mal, ob der was Interessantes hat. Ich glaube, aller Exzellente. Ach so. Ach so. Kostet 5000, ist auch nur ein bisschen über unserem Budget. Aber auch nur ein bisschen. Schade. Hätte ich gerne gehabt, ehrlich gesagt. Mist. Ich könnte die Axt verkaufen, ne? Ich verkaufe die Axt. So, tschüss. Dann haben wir genau 1200. Nice, dann sind wir ja schon näher dran an der wunderbaren Rüstung hier. Es wird ewig dauern, bis wir uns das leisten können. Gut. Dann, was können wir denn sonst noch machen? Zum Lagerhaus, da ist eine Quest. Sonst gibt es aber auch noch nicht wirklich was anderes. Ich würde sagen, wir gehen zum Lagerhaus und fertig. Gut ist. Das muss aber des Nachts sein. Kann das sein? Dass das des Nachts sein muss? Ich muss da nach unten. So, ich lasse den mal dahin laufen. Der macht das eh automatisch. Cursing the heavens. Ja, hast du recht, hat keinen Sinn. So, ich gehe da einfach mal hin. Lagerhaustür, ich gehe da mal rein. Abgeschlossen. Gut, das heißt, ich muss meditieren bis morgens. Da ist die nette junge Dame wieder, der wir zu wenig Geld gegeben haben. Nein, das ist die hier, das ist ihre Zwillingsschwester gewesen. Das sind nämlich 700-fache Zwillinge. Die gibt's halt jetzt 1400 Mal. Macht aber nichts. So, das heißt, wir brauchen einen Platz zum Meditieren. Das heißt, wir müssen wieder mit jemandem sprechen, bei dem wir schlafen können. Können wir beim Detektiv schlafen? Geht das? Ich weiß es nämlich nicht. Ich frage ihn mal. Detektiv, bist du oben? Detektiv, bist du hier? Hallo, Detektiv. Detektiv, hallo. Ja, natürlich. Es ist tagsüber und er schläft. I'm all ears, White Wolf. Ja, halt die Klappe. Ich muss hier schlafen. Bis Sonnenuntergang, würde ich sagen. Dann kann ich nämlich des Nachts dorthin gehen. Oder ich meditiere gleich bis Mitternacht. Warte mal.
So, ich rede nochmal mit dem, ich, I'm all- sicherheitshalber bis It's elementary. Ja, bis Mitternacht erstmal. So, danke. Dann machen wir das mal ganz kurz. Dann gehen wir wieder zum Lagerhaus und machen erstmal die Quest für den Typen. Dann dürfen wir vielleicht auch erstmal irgendwann mit dem Gefangenen sprechen. Es wäre nicht schlecht, wenn wir das dürften. Dann könnten wir nämlich... wo war das Lagerhaus denn jetzt wieder? Da vorne, ne? Jo, da vorne, da runter und dann da nach hinten. Ja. Hallo, jetzt, ich will da meine Wegpunkte setzen, wo Geralt hingehen soll. Ein Bandit ist hier, das ist wunderschön. Wache mit Wächter mit Fackel. Okay, ich gehe mal hier rein. Schauen wir mal. No sign of Javed or the Professor. This bunch should cave easily. Let's do this. Ja. Machen Sie es so. Oh, I'm itching to slap somebody. Who's this? This wasn't our deal, cop. Relax. Just a witcher. Surely you know witchers are golems. No will of their own. Follow orders quick and easy. No complaints. Right, Geralt? Mm-hmm. Right. See? Nothing to be afraid of. You didn't exactly come alone. Now let's deal. I don't trust him. Heard he was a fucking murderer, cut up over a dozen of our people. Let's not play who killed who. That's the past. We're interested in the future. Your future. Which will be unpleasant if Javed learns you cheated him. And believe me, he'll learn shortly if you don't start talking. You're bluffing. You don't scare me. Enough. Where's Javed? Where are the Witcher's secrets? Spit it out before I feed you to the rats. Vincent, stop him! I know nothing! I was assistant to Salamandra's accountant. Javed stopped trusting me. I don't know where he is or what he intends. The professor? I don't know. He went off somewhere. Bullshit. You need encouragement. You promised me protection in exchange for my testimony. On my mother's grave, I know nothing! Stop him! You're a cop! This is murder! You're gonna stand by and watch? No. I'm leaving. Besides, I know you had a part in murdering Raymond's family. Witcher, make it quick. Okay, machen wir erstmal so. 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 Haben wir den erstmal erledigt. So, schneller Stil. Haben wir gleich hinter uns. Moment. So, und jetzt hier auch nochmal. Achtung, so, und jetzt und ruck und kaputt ist er. So, ich sollte mich ernsthaft mit Vincent unterhalten. Ja, ist halt so. So, und irgendwo gibt es immer noch den Typen, der für die Salamandra-Broschen zahlt, wenn ich mich recht erinnere. So, die Dolche nehme ich nicht alle mit, aber die Broschen und das Geld auf alle Fälle. So. Nein. Hier ist der nächste, der hat auch nichts bei sich. Okay. Na gut, dann, hier drüben liegt noch einer. Mhm, da drüben liegt auch noch einer. Der hat auch noch Geld bei sich. Wunderbar. Haben wir 40 Ohren abgestaubt. Da ist der Ausgang. Und ich werde Vincent einfach mal den Kopf verkaufen und einiges von den auch aus den Lippen saugen, auch wenn sich's komisch anhört, aber ich will wissen, warum der mit denen handelt. Not enough play for this. Ja, du wirst nicht gut genug bezahlt dafür, das macht aber gar nichts. So, hier war das, ne? Hier, Stadtkerker. Da wollen wir hin, das heißt, ich muss jetzt rechts über das Krankenhausgelände drüber und da bin ich eh schon da. Na gut, dann machen wir das mal. Das hier ist also das Krankenhaus. Krankenhaustür, steht ja auch dran. Natürlich, warum auch nicht? Was ist das denn jetzt? St. Lebiota's Hospital for victims of the Catriona Plague. Only two stages after this. Old Vizima and Hell. Damn, I'm gloomy. Ja, du bist so düster. No passage. I'm going inside.
Diseased patients inside. I'll not have you spreading the pestilence. Ja. Wasting my time. Okay, na gut, ich gehe da trotzdem nur durch. Ich will ehrlich gesagt gar nicht so viel machen. Hier ist unbekanntes Kraut, das kann nicht gesammelt werden. Was ist hier denn jetzt? Alter! Ja, na klar, So. So, Moment, machen wir so, hier, zack, zack. Da streift hier einfach ein Vampir durch die Stadt. Igni, mein bester Freund. Warum ist eigentlich der Kaktus mit dem Silberschwert so langsam? Nein, verdammt. Ich habe einen anderen Rhythmus drin, oder ist das bei jedem Gegner anders? Aha. Mach ich das wegen dem Schaden plus, dass er dann nochmal zuschlägt, oder wie? Ich glaube, der schlägt einfach nur noch ein zusätzliches Mal zu. Ach, so ist das. Na denn. Ich finde auch toll, dass der so extrem viel aushält. So. So. Und noch einmal und wir haben ihn erledigt. So, das heißt, wir haben einen Vampir besiegt. Unseren ersten Flatterer. Ach, wie schön. Flatterer-Fangzähne. Sehr gut. Nehmen wir mit. Gehört uns. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, was haben wir hier? Nieswurz wahrscheinlich. Oder, nein, unbekannte Kräuter. Interessant. Brauchen wir nicht. Auf Wiedersehen. Da ist eine Pestgrube. Die brauchen wir auch nicht. Ah, you. Ja, ich. Stell dir vor. Kerkertür. Da will ich rein. So. Alter Schwede. So, wo ist Vincent? Ich habe keine Ahnung, wo Vincent ist. Nein, nicht ins Bodengitter! Ja, toll, ne? Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen. Wow! Ja, na klar! Warum auch nicht? So. So. Schneller Stil. So, ich find's wenigstens treffe ich den auch, wenn der da hinten ist. War ich eigentlich da hinten bei dem Ort der Macht schon? Keine Ahnung, ich gehe da mal hin. Kann ich da überhaupt hingehen? Nö. Aber da hinten stehen Banditen. Okay. Dann gehe ich einfach mal dahin. Und schaue mich einfach mal um. Ha, wie komme ich überhaupt dahin? Hätte ich das vielleicht wegarten können? Ich weiß es gar nicht. So, Moment. Könnt ihr bitte aufhören auszuweichen? Hört auf auszuweichen. Warum weicht ihr aus? Ich hasse euch. So, nochmal. Und Dankeschön. So. Ja, und jetzt? Wie komme ich da hin? Hätte ich das wegarten können? Ich weiß es gar nicht. Habe ich die Frage schon gestellt? Ganz bestimmt sogar. Aber da ist der Ausgang. Interessiert mich auch nicht weiter. Ausgang zum Tempelbezirk. Schade. Und übrigens, ich habe mich, ich habe eine Entscheidung getroffen, neulich, und zwar, ich glaube gestern war das, oder vorgestern, als ich Probleme hatte mit dem Hochladen. Da habe ich mich nämlich nochmal mit dem Thema Witcher beschäftigt. Es ist nämlich so, dass es tatsächlich sehr, sehr komplex aufgebaut ist. Das ist ein Fakt. Also Witcher 1 ist sehr, sehr extrem komplex aufgebaut. Kann man nicht anders sagen, ist so. Da drüben muss ich hin. Ich glaube, ich werde einfach nur großteils nur die Hauptstory mitnehmen.
wenn ich da versuche, alles zu machen, muss ich mir einfach so extrem viel merken. Weil es ist ganz einfach, es ist nicht wirklich übersichtlich aufgebaut, meiner Meinung nach. Und, ja, ich kann mir das nicht alles merken, von einer Aufnahme zur anderen. Und ja, was weiß ich. Geschenk, ja, ich kann ihm Geschenk machen, ich habe keinen Fistech. Adieu. Sehe. Sehe. Ich kann hier aber auch nicht, Gitterstäbe kann ich da rein? Abgeschlossen. Schade. Ja? Schade. Wo ist Vincent? Tagebuch. Nein. Stimmt, ich muss auch noch zu Vivaldi. Verdächtiger Taler. Ach so. Bin ich mal vertraulich? Was? Anscheinend haben die Salamander einen Geheimagenten, der mir eine Falle gestellt hat. Ich muss herausfinden, wer er ist. Ach so, das ist der Gefangene, natürlich. Schade. Aber wo ist Vincent jetzt hingekommen? Ich hab doch keine Ahnung. So, Folgendes. Als nächstes werde ich versuchen, erstmal den Brief zuzustellen, nicht wahr? Sein Gewicht, das da. Quest auf Karte anzeigen, ja, ist mir egal. Vivaldi ist drüben im Anderling-Viertel. Da komme ich hier am schnellsten hin. Was ist das? Bäume. Interessant. So, geh da hin. Anderlingsviertel, da drüben. Anderlingsviertel, da wollen wir hin. Da wäre auch Kalkstein zu Hause. Hier wieder diese komischen Ektoplasma-Lampen. Vivaldis Haus. Ich hoffe, der ist wach. Wenn nicht, wecke ich ihn auf. Ist mir ganz egal. Das mache ich einfach mal. So, Vivaldi schläft auf dem Boden, weil der Zwerg, der ist... What brings you here? Was hast du denn für einen Raver-Bart, Alter? Du machst so einen Wind, dass sogar Geralts Haare flattern. So. Yeah. I have a message for you from Yevon. Yevon? I don't need to read it. I know what he wants. Witcher know that whether elf, human or dwarf, they all want the same thing. Gold? Gold. Gold indeed. If you care to drop by later, you can collect my answer to Yevon. Agreed. But don't count on getting any gold from me. Yevon has doubtless promised you some already. Ich will aber trotzdem noch mehr Gold haben. Knauseriger Zwerg. Okay. Das heißt, der gute Herr Vivaldi gibt uns nichts mehr. Was haben wir denn jetzt noch? Der Bewahrer ist ein... Was? Ach so, ich muss mit den Typen in den Sümpfen reden, damit ich weiß, wie ich einen Sturm heraufbeschwören kann. Okay. Fistech weiß ich auch. Die 10 Sephiroth haben wir noch nicht. Geheimnisse der Hexer. Ja. Okay. 4 habe ich schon. Ist nicht so viel. Wenn ich neue Beweise. Primärquests. Müssen wir vertraulich den Zeugen befragen. Ja, das ist mir schon klar. Oliten. Fistech, ja, aber wo kriege ich Fistech her? Im Gasthaus zum haarigen Bären. Natürlich, wo auch sonst. Wo sonst sollte ich Fistech herbekommen? Ich bin auch ein Vollidiot. Er hat mir ja eh gesagt, wo ich das herkriege. Nur das Gasthaus habe ich noch nicht gesehen. Das war das Problem. So. Wo ist denn das Gasthaus jetzt? Ich laufe da jetzt einfach mal in die Richtung. Ich bin gespannt, ob ich da richtig laufe. Darunter vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Es scheint richtig zu sein.